Okay, jetzt ist aufgezeichnet, genau. Genau, vielleicht ein bisschen fangen wir im kurzen Detail an mit dem Hintergrundwissen, weil ich persönlich, also mein Favorit im Unterricht ist ja die Bewegung. Also ich mache sehr, sehr viel in Bewegung, einfach weil ich gelernt habe, wie wichtig das ist. In meinem anderen Schwerpunkt, ich habe auch Sport studiert, beschäftige ich mich in der Alzheimer-Forschung ganz viel und dadurch kenne ich mich recht gut mit den Gehirnprozessen aus. Und Rhythmus ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der auch damit dazu gehört, ne? Und das Spannende ist, dass es da ganz viele Studien auch darüber gibt, wie Rhythmus auch gerade auch unser Sprachvermögen beeinflussen, also im Gehirn. Also spannend ist zum Beispiel, dass schon Neugeborene im Takt strampeln. Also das konnte man richtig feststellen. Dass viele Nervenfasern des Gleichgewichtssystems auf diese jetzt habe ich schon den Hänger drin, auditorische Reize reagieren und dass das eben richtig zu so einem Reflex führt. Also das finde ich auch ganz spannend. Also man sieht in den Hirnscans deutlich, dass Musik richtig bewegt, also im Kopf bewegt, ja. Und der ultimative Groove ist ein ganz klarer Rhythmus. Das ist auch der Grund, warum wir auf diese ganz leichten Pop-Songs auch damit oft reagieren, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so gut finden, dass wir einen Ohrwurm haben. Ja, das ist ganz typisch. Christian Hörmann fragt, warum, warum was? Was ist die Frage genau? Also das sind so ganz typische Sachen, die sehr, sehr stark auf das Gehirn einwirken und da ist auch eine ganz große Wechselwirkung. Also eine andere Studie zeigt, dass besonders Gehirnreaktionen zu sehen sind auf Sprache. Das ist also also eine ganz starke Zusammenarbeit erfordert, wo das Hören und die Bewegungssteuerung zusammengehören. Und das wurde zum Beispiel so erforscht, dass dass jugendlichen Probanden ein Metronom vorgesetzt bekam und dass die in einem bestimmten Takt immer eine Vorsilbe hatten da oder mussten, also irgendwo kam immer diese Silbe da vor. Und wenn der Takt ganz klar war, war auch diese Gehirnaktivität auf die Silbe da deutlicher. Also das gehörte richtig zusammen, also hat richtig zusammengepasst. Also ganz interessant, dass also da eine ganz enge Verbindung ist, die wir natürlich im Unterricht super nutzen können und sollten. Und was auch festgestellt wurde in einer anderen Studie, ist, dass es ganz klar deutlich geworden ist, dass wenn ich mich musikalisch rhythmisch gut ausbilde, dass das auch zu verbesserten Leistungen in anderen Fächern und vor allen Dingen in sprachlichen Bereichen führt. Also müssen wir loslegen, oder? Weil so viele Studien, die dazu raten, dass wir aktiv werden. Also ich finde das immer sehr spannend und wir merken es ja auch selber, wenn wir Rhythmus mit einfließen lassen, dann ist es, ja, wir gehen schon raus, ganz viel beschwingter. Wir haben auch noch das im Ohr, was wir da geklopft oder geklatscht haben. Wir haben die Musik noch im Ohr. Also das ist eindeutig eine viel bessere Abspeicherung und auch eine viel tiefere Abspeicherung als normal. Ich glaube, was das Problem vieler ist, im Unterricht, dass man sich vielleicht nicht traut. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber es gibt so viele Lehrkräfte, die, das verstehe ich total, einfach auch alles, was sie tun, gern perfekt machen wollen. Ich bin auch so ein Typ, ich will mal alles perfekt machen. Aber dann ist es schwierig, mit etwas auszuprobieren. Und gerade im Rhythmus kann es durchaus sein, dass wir vielleicht mal nicht so im Takt sind oder dass es nicht ganz so passt. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Also, es ist natürlich wunderschön, wenn wir es schaffen, im Takt zu bleiben. Und das ist natürlich vorteilhaft. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, wenn wir deshalb, weil wir denken, wir müssen jetzt das so perfektionistisch können,
dass wir es da gar nicht tun. Also meine Empfehlung ist wirklich, versuchen Sie es einzubauen, versuchen Sie es auszuprobieren, damit es eben, ja, also damit es einfach mehr Spaß macht. Und meine Erfahrung ist, es gibt auch immer so viele, die da auch Schwierigkeiten haben. Und dann ist es irgendwie ein ganz lustiger Takt. Und es ist aber dadurch ja auch wieder interessant. Also dadurch ist ja die Abspeicherung auch wieder super. Es geht uns ja im Kurs nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern wir wollen einfach gut Deutsch lernen, oder? Also das ist ja das Ziel. Wir wollen also keine Musiker werden. Also insofern ist das, ja, also ganz angenehm. Aber ich weiß, es gibt für viele immer so diese Hemmungen, aber ja, einfach mal ausprobieren und ein bisschen locker bleiben. Wir probieren mal ein paar Sachen aus. Gut, genau, es ist, Renate Schmidt hat recht. Es ist auch schön, wenn die Teilnehmer was besser können als wir. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, was ich auch in der Bewegung immer sage. Ja, als Deutschlehrer müssen wir ja eigentlich im Anführungsstrichen perfekt sein. Also wir müssen, es kann ja nicht sein, dass wir extra Fehler machen, damit die Schüler das Gefühl haben, ja gut, die macht auch Fehler. Ne? Das ist beim Unterricht ein bisschen blöd, aber gerade in solchen Sachen wie Rhythmus oder Bewegung, wenn sie dann sehen, oh, die macht auch Fehler und sie ist dabei ganz entspannt, dann ist natürlich auch eine ganz andere Fehlertoleranz im Unterricht. Und ich denke, das sollten wir einfach fördern und ausprobieren. Und in dem Sinne legen wir auch gleich mal los. Body Percussion ist super, weil wir haben alles schon dabei. Also, was sollen wir noch? Brauchen wir nichts vorbereiten? Brauchen wir nichts mitbringen? Wir haben alles am Körper. Und das ist doch super. Wir haben sogar noch den Tisch, den können wir auch noch mit integrieren. Also wunderbar. Fangen wir damit an. Was haben wir für Möglichkeiten? Was können wir alles für Sounds machen? Ja, also wir haben natürlich schon gesagt, wir können klatschen, wir können schnipsen, wir können auf die Brust hauen. Damit meine ich nicht wirklich auf die Brust, aber ihr merkt, da ist so ein Ton, ne? Und der ist richtig tief. Ja? Probieren Sie es mal selber bei sich aus. Probieren Sie mal ruhig mal auf diese Lungenpunkte zu klopfen. Da sind nämlich so viele Lungenpunkte. Das heißt, das ist nicht nur gut für den Rhythmus, sondern es ist auch gut für die Atmung. Ruhig mal ausprobieren. Genau, dann lockert sich hier auch alles und dann können wir auch wieder viel besser sprechen. Ja? Also auch das ist gut und man merkt halt diesen Ton. Ja, der ist richtig knackig. Das Stampfen ist super. Mit den Füßen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut über mein Mikrofon hört. Wahrscheinlich hören das eher meine Nachbarn. Was auch gut ist, ist mit der Hand auf die Oberschenkel hauen. Ja, das macht auch eigentlich einen guten Sound. Natürlich kann ich auch auf den Tisch klopfen. Ich könnte auch eine dicke Backe machen. Das machen meine jugendlichen Teilnehmer oft gerne, ja. Ist aber jetzt mit Corona ein bisschen schwierig. Aber an sich haben wir ganz viele Möglichkeiten, mit dem Körper Sounds zu machen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, weil da werden wir natürlich auch kreativ. Und wenn wir den Teilnehmern das auch ein Stück weit anbieten, also die sind immer ganz dabei. Also was die mir immer alles anbieten und das wirklich von ganz klein bis Rentner habe ich eigentlich alle im Unterricht. Und bin immer sehr begeistert, dass es eigentlich für alle möglich ist. Aber ich bin natürlich auch so begeisterungsfähig. Also das heißt, ich bin dann auch immer so gleich so dabei. Das ist, überträgt sich natürlich auch, ne? Wenn ich jetzt da stehe und sage, wir machen jetzt mal was mit Rhythmus, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger sein. Also das hat auch viel natürlich damit zu tun. Also einfach mal trauen und loslegen. Gut. Probieren wir mal gleich was ganz Konkretes. Hier haben wir einen Rhythmus. Also setzen Sie sich ruhig wieder mal so bequem wie möglich hin. Dieser blaue Kreis steht jetzt für Schinkenbrötchen. Also wir klatschen einfach mal Schinkenbrötchen. Ja, nochmal Schinkenbrötchen. Vier Silben sind das, ja? Schinkenbrötchen. Genau. Und der rosane Kreis steht für schmeckt. Gut. Und wir sehen, wir müssen einmal das Schinkenbrötchen blau mit der Hand schlagen und dreimal hintereinander schmeckt gut. Probieren wir das mal zusammen und machen wir das zweimal hintereinander. Man sieht, da steht eine zweimal davor. Das heißt, die erste Zeile ist zweimal das gleiche. Also probieren wir es zusammen. Und Schinkenbrötchen schmeckt gut.
Schmeckt gut, schmeckt gut. Nochmal. Schinkenbrötchen schmeckt gut, schmeckt gut, schmeckt gut. Ja? Jetzt haben wir die nächste Zeile und da ist es nur Schinkenbrötchen schmeckt gut. Und auch das ist zweimal. Schinkenbrötchen schmeckt gut. Und in der dritten Zeile sehen wir nur noch das Schinkenbrötchen. Und zwar Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen, bumm. Zwei, drei, vier. Ist der Ablauf an sich klar? Geben Sie mir doch mal ein grünes Häkchen, wenn alles klar ist. Dann können wir das nämlich an sich mal zusammen ausprobieren. Also blau steht für Schinkenbrötchen und rosa für schmeckt gut. Alles klar. Super, dann probieren wir das mal aus, dass wir da einen richtigen Sound hinkriegen. Wunderbar, ja, ich sehe schon, einige schreiben in den Chat, andere haben schon das grüne Häkchen entdeckt. Dankeschön. Also, macht euch bereit. Wir fangen oben an. Oh nee, da ist noch eine Frage. Warum ist in der dritten Zeile nicht nur ein Oval mit zweimal? Ja, Janja, genau. Das wäre noch viel besser. Ich habe es jetzt so gemacht, das kann man natürlich auch anders machen. Also wie man das dann darstellt, das machen Sie dann so, wie Sie es am besten für sich im Unterricht brauchen. Okay? Also probieren wir es zusammen. Und Schinkenbrötchen schmeckt gut, schmeckt gut, schmeckt gut. Schinkenbrötchen schmeckt gut, schmeckt gut, schmeckt gut. Schinkenbrötchen schmeckt gut. Schinkenbrötchen schmeckt gut. Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen, bumm. Zwei, drei, vier. Hat's geklappt? Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so gar keine Kommunikation hat, nur die über den Chat. Aber ich sehe, ja, Sie sind dabei. Gut. Gerade beim Rhythmus wäre es jetzt schön, wenn wir ein bisschen in Aktion sind. Okay, jetzt kann ich das natürlich verändern. Ich muss natürlich nicht Schinkenbrötchen draus machen. Ich könnte auch etwas anderes nehmen, wie zum Beispiel, hier habe ich mal eine Liste von möglichen Sachen. Ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Ich lese einfach mal vor. Zum Beispiel Sommerkleidung passt nicht oder Handynummer stimmt nicht. Mittagessen klappt nicht, schlechte Laune stört mich, meine Schwester droht mir. So, und wir sehen jetzt, also was der erste Teil, was den ersten Teil ausmacht, ist, es müssen immer vier Silben sein, aber es ist egal, ob es zwei Wörter mit zwei Silben sind oder ein Wort mit vier Silben, ja, oder vielleicht ein Wort mit einer und ein Wort mit drei Silben. Also das kann ich alles dazu nehmen, ja. Genau, Diana. Das ist genau richtig gut für die Phonetik, um Wörter, die schwierig sind, auszusprechen. Es ist generell eine schöne Rhythmusübung, also gut für die Phonetik, weil wir üben hier natürlich ganz klar den Rhythmus so, wie wir auch im Deutschen sprechen, nämlich Staccato-Stil, ne? Weil wir sprechen immer in diesem Takt und da brauche ich, habe ich betonte und unbetonte Silben. Das heißt, Schinkenbrötchen muss relativ schnell sein, weil es muss alles in diesem ersten Takt rein und dann habe ich Zeit. Schmeckt gut, schmeckt gut, schmeckt gut, ja. Und genau darum geht es ja auch in der Phonetik und die Intonation ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade am Anfang zu wissen, okay, diese Unterscheidung zwischen betonten und unbetonten Silben, das kann ich hier ganz wunderbar üben, ja. Genau, jetzt war die Frage, okay, ich lese noch mal kurz und Sie trauen sich dann auch, wenn man es zusammen macht und das Klatschenfehler übertönt. Genau, auch richtig, genau. Also das ist mit dem Rhythmus auch immer schön, dass da diese Fehler nicht so auffallen, gerade auch in der Phonetik, wo ja doch immer das auch sehr deprimierend sein kann, wenn man immer wieder korrigiert wird und es selber aber noch gar nicht so gut hinkriegt. Jetzt würde ich gerne wissen, haben Sie denn einen Satz für mich, den wir nehmen können? Also wir haben jetzt gesehen, entweder viersilbig und irgendwas zweisilbiges oder zweisilbig zweimal und nochmal zweisilbig. Einfach mal in den Chat schreiben, irgendwas, zum Beispiel Marmelade mag ich oder keine Ahnung, was Ihnen einfällt. Nebenkosten sind hoch. Genau, Nebenkosten sind hoch, das passt super. Claudia Büscher, also ich heiße Böschel, aber auch Claudia Büscher lernt Deutsch. Ja, perfekt. Die Bäckerin backt Brot. Genau.
Silben klatschen ist cool. Webinare sind toll, genau. Wow, Cornelsen mag ich. Ja, genau, Sonnenaufgang freut mich. Super, das ist doch klasse. Also ganz schöne Sachen. Ich würde gerne das noch einmal probieren. Und ja, was nehmen wir jetzt für einen schicken Satz? Nehmen wir einfach mal den letzten. Webinar ist wunderbar. Oh, naja, gut, das wäre jetzt. Gute Nacht und schlaf gut. Ach ja, das ist doch süß. Okay, probieren wir das nochmal. Tolle Leute hier sind hier. Das ist auch schön. Ach, sind so schöne. Ach, kann mich nicht entscheiden. Aber tolle Leute sind hier, finde ich sehr gut. Das probieren wir mal aus. Wir gehen nochmal hier zurück, dass wir das nochmal sehen. Und probieren genau diesen Satz. Der gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Birgit. Also, probieren wir das. Und tolle Leute sind hier, sind hier, sind hier. Tolle Leute sind hier, sind hier, sind hier. Tolle Leute sind hier, tolle Leute sind hier. Tolle Leute, bumm, zwei, drei, vier. Ja, hat's geklappt? Oder war ich zu schnell? Ich war, glaube ich, zu schnell. Okay, was wir auch noch mal probieren können, was dann auch wirklich nett ist, ist, dass wir dann auch irgendwann nicht mehr sprechen. Also wir haben ein paar Chunks erarbeitet und sie sind noch in unserem Ohr und dann machen wir es, ohne dass wir sprechen, aber wir denken diese Sachen mit. Und in dem Moment, wo wir aufhören zu sprechen, aber es noch im Ohr haben, ist die Abspeicherung unglaublich intensiv. Also wir haben nochmal tolle Leute sind hier, haben wir im Kopf und jetzt probieren wir es nochmal ohne. Probieren wir es alles zusammen. Und ja, hat's geklappt? Super. Ja, das ist der Rhythmus. Natürlich ist jeder andere Rhythmus möglich, aber ich finde, ist das dann wiederum sehr schwierig. Also ich habe mir diesen Rhythmus von einem Musiker geliehen, weil ich persönlich jetzt kein Musiker bin und da nicht so fit bin und mir einfach mal schnell einen anderen mache. Aber ja. Man kann diesen ja sehr schön variieren und vielleicht sind sie ja auch so perfekt und finden andere tolle Rhythmen und dann kann man so viele schöne Dinge draus machen. Also, abspeichern unter Schinkelnbrötchen. Gut. Wie gefällt Ihnen das? Macht Ihnen offensichtlich viel Spaß, denn die Reaktionen waren schon gut. Sehr schön. Dann gleich ausprobieren. Sowohl online als auch im Seminar möglich. Das Schöne ist auch, das ist auch am Platz möglich. Das heißt, ich kann das auch mit den Abstandsregeln jetzt gut einsetzen. Ja, also deswegen, da haben wir ja auch immer die Frage, wie kriege ich ein bisschen mehr Abwechslung rein, jetzt wo alle immer nicht den Platz verlassen dürfen und so weiter. Also da könnte man das ausprobieren. Okay, schön. Dann habe ich gleich das nächste. Schon bereit? Ich hoffe. Und zwar, was auch ganz gut ist mit der Body Percussion, ist ein Rhythmus, der sehr eindeutig ist und der auch sehr, sehr gut übertragbar ist und den ich auch sehr mag. Also es ist ein ganz, ganz einfacher Rhythmus. Und mir ist immer wichtig, dass man lieber was Einfacheres hat, aber das dann auch wirklich kann. Deswegen probieren wir auch diesen Rhythmus gemeinsam zu lernen. Ganz in Ruhe. Also, wir brauchen wieder die Hände. Und zwar, wir klatschen mit unserer, oh, ich mache es seitenverkehrt, mit unserer linken Hand. Nee, jetzt bin ich überfordert. Also Sie nehmen die linke Hand und ich nehme die rechte. Sie klatschen mit Ihrer linken Hand auf die rechte Brust. Oh, das muss ich echt umdenken, weil ich möchte es natürlich richtig rum machen für Sie. Ja, also das ist die Eins. Eins und, ja, und dann kommt zwei. Und dabei klatschen wir in die Hände. Und jetzt kommt drei und dann wieder zusammen vier und. Das heißt, wir haben nur bei drei und einmal diesen Rhythmus. Machen wir nur dieses drei und. Eins, ja, drei und. Drei und. Drei und. Ja?
Ja, Olena schreibt schöne Bilder. Das ist immer schade hier, weil eigentlich sind die Bilder noch schöner, weil sie sind wirklich aus dem Unterricht und man sieht jetzt leider aus Datenschutzgründen nicht den Rest der Gruppe. Das ist nämlich eigentlich wirklich schön im Unterricht. Also das probieren wir jetzt immer aus. Ja, die erste war die linke Hand geht auf die rechte Brust. Eins und zwei und jetzt drei und vier und okay, nochmal probieren. Eins und warten. Zwei und drei und vier und okay, nochmal ausprobieren. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Und eins und zwei und drei und vier 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 und klappt's noch? Geht's auch so schnell? Ist ein bisschen schwierig, oder? Ja, klappt super. Na toll, freue ich mich. Schade, dass ich sie nicht sehen kann. Ich würde sie jetzt so gerne sehen. Okay, das ist unser Rhythmus und wir probieren den jetzt einfach. Ich habe jetzt ein, ja, Judy schreibt, schwierig. Mit der Zeit kommt es. Wichtig ist nur, dass es klar ist, wie es funktioniert. Und das ist immer, der Rhythmus ist immer, also was meine Erfahrung ist im Unterricht, es kann jeder, aber man muss so langsam wie möglich anfangen. Ja, also es ist immer nur ein Thema der Geschwindigkeit und nicht ein Thema des Rhythmusgefühls, sondern es ist nur, die Geschwindigkeit muss runter. Ne? Wenn Sie also merken, die Schüler kommen nicht hinterher, dann muss sie einfach den Rhythmus wieder runter, also den Takt wieder runternehmen, dass man ein bisschen langsamer ist. Ja? Also jetzt habe ich mir einfach mal aus dem Netz ein paar Merksätze gesucht. Die sind jetzt nicht so. Ja, ich weiß nicht. Also im DAF-Unterricht braucht man sie jetzt wahrscheinlich nicht alle davon besonders intensiv, weil wir in der Regel andere Themen haben als die Rechtschreibung. Aber ich habe jetzt die mal ganz genommen, weil sie eigentlich sehr gut auch zu diesem Rhythmus passen. Und wenn Sie wollen, machen Sie einfach mit. Weiterhin machen wir den Takt. Und ich spreche einfach diese Merksätze nacheinander. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie können auch mitmachen, dann sprechen Sie einfach auch mit. Ist das für zwischendurch mal, fragt Gabriele. Was heißt für zwischendurch? Also ich empfinde es jetzt, wenn ich solche Sachen mache, nicht als eine Energieaufbauübung, sondern ich verbinde ja Sprache mit dem Rhythmus. Das heißt, für mich ist es eine sehr intensive Geschichte. Also es heißt nicht, dass ich das jetzt ständig mache und 4 Stunden lang nur Rhythmus, aber es ist auch für mich kein, ja, wir haben jetzt hier mal eine schnelle Energieaufbauübung zum Spaß. Sondern ich will natürlich auch wirklich etwas abspeichern. Ich will meine Sprache abspeichern, Grammatik abspeichern, was auch immer ich brauche, ja? Wie kann man diese Aktivität mit Körperteilen beim Lernen einsetzen? Wie kann man diese Aktivität, das verstehe ich nicht, die Frage, ist jetzt gemeint, um die Körperteile zu lernen oder ist gemeint, dass ich noch mehr Körperteile benutze? Suvani, das nochmal genauer. Vielleicht. Ja, Svetlana schreibt auch für die Pause oder Entspannung. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt. Ist das eine Entspannung? Es kann natürlich eine Entspannung sein, wenn ich keinen Text drauflege, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, ja. Und so muss man es auch einführen, erst einmal als Energieaufbauübung. Aber mein Ziel im Unterricht ist, dass ich es verbinde mit Sprache, so wie wir es jetzt auch gleich ausprobieren wollten. Ja? Okay. Zum Lernen. Also, Suvani meint die Körperteile zum Lernen. Ja, das, also dann kann man natürlich auch die einzelnen Körperteile anschlagen. Das ginge auch, ja. Also ich könnte auch sagen, das ist der Arm und das ist das Bein und also da wäre man jetzt also ganz flexibel, ne? Da kann man ganz viel draus machen. Okay, also wir probieren jetzt einfach mal diese Merksätze. Also nochmal der Rhythmus war mit der linken Hand auf die rechte Brust. Eins und zwei und drei und vier und eins und
zwei und drei und zusammen, ja? Nimm diese Regel mit ins Bett. Nach Ei, Au, Oi steht Niet, Zett. Heit und Keit und Ung und Schaft. Tum und Nis und Chen und Lein schreibt man groß und niemals klein. A du so, der Satz bleibt so. Sei doch schlau und merk dir bloß, Nomen schreibt man immer groß. Trenne nie das S vom T, denn es tut den beiden weh. S und T wird nie getrennt, auch wenn das ganze Schulhaus brennt. Okay. Genau. Also das waren einfach nur mal so eine Idee. Es gibt tausende Varianten. Also was ich möchte, ist, dass Sie da ganz flexibel überlegen, was passt und vielleicht sich selber auch so ein bisschen einen Rhythmus ausdenken. Im Grunde geht aber jeder beliebige Text, denn ich kann das wunderbar anpassen. Ja, ich kann sagen, ich heiße Claudia und ich bin jetzt hier. Keine Ahnung, ich kann irgendwas draus machen. Ja, also wunderbar. Genau, aber denn, ah ja, das war auf Aduso, genau, was heißt Aduso? Genau, das sind die Hauptsätze. Genau, ja, also das ist das, genau. Ja, also nochmal, die Frage war jetzt öfter. Aduso hat auch schon Diana beantwortet, ja, das sind die Hauptsatzkonjunktionen, ja. Aber, und, was noch? Denn, und so weiter, ja. Also das sind die, dass man da den Hauptsatz miteinander verbindet. Okay. Im Spanischen gibt es das auch. Ah, okay, gut. Okay, wunderbar. Also das ist eine Idee. Und jetzt ist die Frage, klappt denn euer Body Percussion Rhythmus noch? Kriegen Sie ihn zusammen alleine hin? Das ist die Frage. Probieren Sie es ruhig mal kurz eine Sekunde aus. Also richtig nochmal, wie war das jetzt? Okay, klappt's? Wollen wir es nochmal üben? Ja, jetzt ist die Frage jetzt, ja, klappt oder ja, wollen wir nochmal üben? Okay, gut. Also klappt, sehr schön. Wunderbar. Einmal noch zusammen und zwar so schnell wir können. Ganz langsam anfangen und dann so schnell wir können. Also und zusammen. Eins und zwei und drei und vier und 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 hu! So schnell muss es auch gar nicht sein. Ist nur ein Spaß. Okay, das war die Body Percussion. Okay, die Brust tut weh. Okay, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn es da ein bisschen sich lockert. Dann, wie gesagt, haben wir die Lungenpunkte bearbeitet und die Atmung kann besser funktionieren. Kann man sich dann auch auf den Satz konzentrieren, beziehungsweise ihn verstehen? Ich brauche meine ganze Aufmerksamkeit für den Rhythmus. Anke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Also, wenn ich das in dem Unterricht integriere, benutze ich es erstmal ein paar Tage lang nur als Energieaufbauübung. Das heißt, ich übe einfach den Rhythmus ein, ja? Und zwar zwischendrin. So wie die Anfangsfrage auch war, mache ich das zwischendrin als Pause. Ja, also das heißt, ich übe, ich übe, ich übe. Das dauert dann immer nur vielleicht 30 Sekunden, also wirklich gar nicht so lange damit aufhalten, bis die Teilnehmer am Ende, das hängt natürlich von ihrem Unterrichtsvorkommen ab, bei mir sind es immer sehr viele Stunden am Tag, aber bis sie das halt können als Energieaufbauübung und erst dann, wenn sie es können, erst dann tue ich natürlich die Sätze drauf, weil vollkommen richtig, sonst konzentriere ich mich so auf den Rhythmus. Und dann merke ich mir gar nicht mehr die Sätze, ja. Aber noch ein wichtiger Punkt, wenn ich es dann schon kann, wird es auch langweilig. Also ich muss so ein bisschen diesen Punkt abpassen, wo ich noch ein bisschen was zu tun habe, auch mit dem Rhythmus, und dann aber schon den Satz lerne, weil diese Kopplung, also das Gehirn liebt
Muss ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Das Gehirn liebt eine leichte Überforderung. Das klingt zwar komisch, aber das schafft unglaublich gute Synapsenverbindungen im Gehirn. Ja, das heißt, so eine ganz leichte, nicht zu viel. Wenn es zu viel ist, dann ist es vorbei. Da muss ich entweder die Geschwindigkeit wieder zurückdrehen. Das ist meistens eine ganz wichtige Stellschraube. Oder ich muss halt das erstmal ohne Sprechen einführen. Aber eine ganz leichte Überforderung ist gewollt, um quasi ein Gewitter im Gehirn zu produzieren, damit sie sich das viel besser abspeichern können. Jetzt ist gleich mal meine Frage für zwischendurch. Was glauben Sie denn für eine normale Aktivität, also eine normale Vokabel? Wie viele Wiederholungen brauchen Sie denn oder brauchen die Teilnehmer in der Regel? Es gibt ganz viele Faktoren, die das ändern, aber in der Regel, damit sich im Langzeitgedächtnis abspeichert. Geben Sie mir doch mal eine Zahl vor. Okay. Gut, sehr. Einige kennen die Zahl schon, andere haben ganz unterschiedliche Zahlen. Oh, okay, Maike, 500, das wäre viel. Also dann hätten wir wirklich ein Problem. Also die meisten haben es schon geschrieben, es sind 80 Wiederholungen. 80, ja, eine Wahnsinnszahl. Und ich habe schon erwähnt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die das anders machen, dass ich es leichter abspeichere mit verschiedenen Sinnen, wenn mir etwas peinlich ist und so weiter. Ja, es gibt ganz viele Faktoren. Das ist ja immer nur so eine Durchschnittszahl, aber die ist sehr hoch. Und von daher müssen wir uns im Grunde auch diesen Sachen bedienen, die wir hier machen. Und Rhythmus ist eins davon. Rhythmus, Bewegung, Memotechniken, das sind so Sachen, die es schaffen, dass sich also quasi diese Wiederholungszahl total nach unten korrigiert. Ich werde zwar immer gefragt auch, ja, auf wie viel kann ich das dann reduzieren? Das kann ich leider nicht sagen. Das ist so individuell, so unterschiedlich. Das lässt sich also nicht sagen. Aber meine Erfahrung im Unterricht ist, dass die Aktivierung unheimlich gut ist im Gehirn und man wirklich fast gar keine Wiederholung mehr braucht. Also es ist echt enorm, wenn ich das wirklich gut abspeichere. Mit dem Rhythmus, mit der Bewegung, dann funktioniert es wunderbar. Carolina Kohler hat sich jetzt gemeldet. Carolina, einfach in den Chat schreiben die Frage, dann kann ich die ihr aufnehmen. Also das sind auch immer spannende Faktoren, die dafür sprechen, dass man auch mal was anderes ausprobiert. Ja, also auch mal sich trauen, einfach mal ausprobieren. Und wenn man keine Ahnung hat von Rhythmus, ist egal, einfach ausprobieren. Es hat doch jetzt auch geklappt, oder? Und es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich denke, wir müssen als Lehrkräfte auch von dieser Perfektion ein bisschen ein Stück weit weg und müssen das auch ein bisschen laufen lassen, ja, damit es auch teilnehmerorientierter ist und wir auch mal gucken, was passiert. Das ist natürlich, sollte nicht zulasten der Disziplin sein, aber manche Sachen einfach mal, ja, auch mal laufen lassen, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Okay, wie war jetzt die Frage? Gab es eine Frage? Weil einige hatten sich jetzt zu Wort gemeldet. Ruhig in den Chat schreiben. Ich habe den so ein bisschen mit im Blick. Ansonsten mache ich schon mal weiter. Und was wir auch machen können im Unterricht und was ich total gerne liebe, ist das Rappen. Ja, es macht unheimlich viel Spaß. Und auch da interessanterweise, egal in welchem Alter. Also mit Jugendlichen geht das natürlich hervorragend, weil es manchmal an manchen Stellen fast keine anderen Mittel gibt als Body Percussion und Rappen und Hip-Hop und so weiter. Oder Liegestütze machen, keine Ahnung. Das ist manchmal ja doch ein Disziplinsproblem. Aber es ist auch interessanterweise auch mit ganz anderen Gruppen möglich und das sind ganz tolle Ergebnisse und es kommt sehr viel Kreativität heraus. Und das finde ich ein wichtiges Instrument, was wir im Unterricht mit einbauen können. Also, was wir jetzt ein bisschen schwierig finden, ist den Beat. Also, was wir eigentlich üben müssten, ist ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen, wo ist eigentlich eine Eins. Ja? Also, was ich empfehlen kann für alle die, die sich unsicher sind mit der Musik, einfach ganz viel Musik anhören und immer versuchen, die Eins zu schnipsen oder zu klatschen oder in Gedanken zu sprechen, um da ein bisschen Sicherheit zu bekommen,
Woran erkenne ich denn, wo die Eins ist? Also wo dieser starke Beat ist? Also wo das so richtig so bum, 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 bum. Meistens ist da ein Instrument stärker im Vordergrund, ja, oder man hört es immer exakter als den Rest, ja, oder es ist betonter, oder also wenn man einmal sich ein bisschen mit der Musik beschäftigt, ohne jetzt irgendwelche Theorie aufzustellen, also einfach nur Musik hören und nur versuchen, diese Eins zu finden, bekommt man mit der Zeit mehr Gefühl. Und wir machen mal unsere Anfangsmusik an, die wir vorhin hatten, die so ein bisschen peppig war. Ich mache die jetzt mal an. Und wir können mal versuchen, die Eins zu finden. Versuchen Sie es mal für sich selber, wo ist da die Eins? Und dann können wir mal einfach immer mal auf die Eins schlagen, einfach mit den Händen klatschen. Probieren Sie es mal aus. Jetzt kann natürlich sein, dass es ein bisschen versetzt ist. Dann haben wir immer noch so eine Zwischensachen, dann ist es noch schwieriger zu erkennen, aber es geht auch gleich wieder der normale Beat weiter. Merken Sie, da ist immer so ein. Ja, also auf diesen speziellen Ton muss ich hören, der da immer kommt. Jetzt kommt es gleich wieder so. Achtung. Bam. 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 Schnipsen Sie mal mit. Das weiß ich leider nicht, wie das Musikstück heißt, aber vielleicht weiß es Frau Küpfer. Okay, soll uns reichen, ja. Also das ist eine Möglichkeit, wirklich ein bisschen zu üben, Sicherheit zu gewinnen für die, die vielleicht ein bisschen unsicher sind, wo die Eins ist. Viele von Ihnen werden jetzt gesagt haben, so, was will sie denn jetzt von mir? Kann ich doch, weiß ich doch. Aber es ist wirklich wichtig, wenn man mit Rhythmus arbeitet, dass man zumindest so ein Grundtaktgefühl kriegt. Und das ist wirklich leicht zu bekommen. Da muss ich also kein Musiker werden und ich muss jetzt nicht ein Instrument lernen. Das funktioniert dann wirklich gut. Und wenn ich diese Eins habe und so ein Beat habe, dann finde ich im Internet ganz viele Grundrhythmen, die ich mir einfach runterladen kann. Die sind auch oft kostenlos. Also wenn man da zum Beispiel eingibt Grundrhythmus Hip-Hop, ja, dann bekommt man oder Rap. Dann bekommt man schon diese Grundrhythmen und dann kann man darauf auch einen Rhythmus drauf tun. Wir haben jetzt halt hier das Problem, dass ich diese Grundrhythmen aus dem Internet nicht zeigen kann, weil sie sonst den Ton nicht hören. Ja, weil das ist dann bei Adobe Connect immer ein bisschen schwierig und haben wir auch rechtliche Themen, weil wir das ja heute aufnehmen. Aber das ist ja wirklich einfach, sich anzuhören und dann auszuprobieren. Was wir jetzt mal machen wollen, ist ein Umlaut-Rap. Den habe ich mal geschrieben, weil ich mich eben sehr gerne mit der Phonetik auseinandersetze und mehrere Zusatzwerke für Cornesen geschrieben habe, um mehr spielerische oder Bewegungssachen in den Unterricht zu bringen. Ich werde es dann auch gleich noch zeigen, also diese Zusatzmaterialien. Und da steht eben dieser Umlaut-Rap drin. Also den können wir uns jetzt mal anschauen und ich probiere es mal und ich probiere es gleich nochmal mit der Body Percussion. Und zwar mache ich das mit Können und danach machen wir es vielleicht nochmal zusammen mit Müssen. Okay? Also, wir haben nochmal unsere linke Hand und dann wäre das wieder unser Rhythmus. Können. Können. Können Sie es hören, mögen lösen, stören. Hören Sie das Ö, 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 Ö. Das Ö mag manchmal größer sein und manchmal ist es völlig klein. 11, 12, 12. Das Ö, das ist so schön. Also auch das eher irgendwie ein Quatschstück, um ein bisschen den Umlaut
zu üben, und zwar das Ö und gleich in Verbindung mit dem Klatschen und dem Rhythmen. Das kann man halt auch verbinden, ja? Jetzt probieren wir es vielleicht einfach nochmal zusammen mit müssen. Also wir können zusammen nochmal klatschen und Sie sprechen einfach mit. Okay, probieren wir es aus. Achtung, erst nur der Rhythmus einmal. Und müssen. Müssen. Müssen wir es fühlen? Führen, spüren, süden. Fühlen Sie das Ü? Ü. Das Ü kann manchmal kürzer sein und manchmal ist es gar nicht klein. Fünf für Tür. Das Ü, das führt zu mir. Okay. Also solche Sachen sind da möglich und ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Sie sind gut dabei. Einfach noch mal kurz ein Feedback. Hat's geklappt? Super, freut mich. Okay, das ist schön. Gut. Ja, also das kann man durchaus machen. Es muss nicht mit Phonetik sein. Das kann genauso gut Grammatik sein. Das kann Wortschatz sein. Was ich gerne mache, ist auch wirklich mit Chunks arbeiten, also festen Redeformen, damit ich einfach wirklich Sätze, die mir sehr wichtig sind, dass ich sie auch gut in den Kopf reinbringe, ohne dass ich da groß immer über die Grammatik nachdenken muss. Und also es ist alles möglich, ja, um diese Raps zu machen. Und was man jetzt natürlich machen kann, ist, dass wir auch selber einen Rap schreiben können. Ich habe jetzt mal ein paar Wörter mitgebracht, und zwar einsilbige Wörter, was immer ganz praktisch ist. Weil einsilbige Wörter lassen sich natürlich gut irgendwo unterbringen, ja. Und ich habe auch mal so ein paar Anfangssätze, so was weiß ich, was man nehmen kann. Ich hab, ich spür, ich such, ich brauch, wo ist, was ist. Und wenn Sie wollen, können Sie ja jetzt hier mal kurz selber einen kleinen Rap schreiben. Also ganz schnell, so im Sinne von, keine Ahnung, ich spür mein Herz oder ich such das Wort, was auch immer. Und dann versuchen wir das, was Sie schreiben, mal zu rappen. Also ruhig mal kurz aufschreiben in den Chat. Genau, auch mit Zungenbrechern kann man das probieren. Genau, also man hat viele Möglichkeiten. Ich gebe dir Geld. Okay, also zum Beispiel, ja. Ich gebe dir Geld. Ich mach den Rest. Du trinkst ein Glas, ich weiß nicht was. Ich hab nie Angst, ich such den Traum. Also ich versuche jetzt gerade das, was Sie aufschreiben, aufzunehmen. Und dann wirklich kann ich das auch noch hiermit verbringen. Ja, probieren wir das auch. Ich such das Glück. Wo ist das Stück? Sehr gut. Und such das Haus. Und so weiter. Ja, super. Sie machen das toll und so schnell in so kurzer Zeit. Also, Sie merken es. Okay, das ist auch schön, Anna. Probieren wir auch das. Ich spüre. Ich. Ah, oh, oder das geht besser. Da müssen wir einen anderen Rap haben. Ich spüre. Ich spüre. Ich spüre den Beat. Ich spüre. Ich spüre. Ich spüre den Beat. Was spürst du? Den Beat. Was spürst du? Den Beat. Keine Ahnung, ja? Also genau, es funktioniert. Da kann man jetzt ganz viel draus machen. Sehr schön. Also Sie sehen, es geht alles viel leichter, als man denkt, wenn man es einfach mal ausprobiert. Okay. Also das sind die Sachen, die ich gerne Ihnen hier in kürzester Zeit nahebringen wollte. Um etwas auszuprobieren. Also wir hatten die Buchstabenmusik. Das war das, wo ich eine Silbe entweder A oder E oder I oder U, was auch immer, die im Wort ist, entweder durch Klatschen oder Schnipsen oder Stampfen verändere. Body Percussion, da hatten wir gesagt, welche Körperteile gibt es überhaupt alle, die wir nutzen können. Wir hatten das Schinkenbrötchen, wir hatten diesen Body Percussion Rap. Wir hatten den Umlaut Rap können und müssen. Sie können das auch hinterher ja sich noch einmal anschauen. Es wird ja aufgezeichnet, dann kann man das auch nochmal nachvollziehen. Wir hatten den Rap, um zu gucken, wie kann ich den eigenen Rap schreiben mit einzelnen Sachen.
Also das sind so die Sachen, die ich Ihnen jetzt gerade alle in kürzester Zeit nahegebracht haben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was wollen Sie unbedingt mal ausprobieren? Und ja, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, na, damit kann ich jetzt nichts anfangen? Und vor allen Dingen haben Sie eine Frage noch inhaltlich. Es ist, glaube ich, gut, wenn wir darüber auch noch sprechen, damit es, ja, damit Sie es auch wirklich ausprobieren und nicht sagen, ja, es war schön, aber ich weiß nicht so richtig. Okay. Schöne Ideen, super. Percussion, rappen traut sie sich noch nicht. Okay, Karin, Karin König, rappen ist jetzt angesagt. Einfach mal ausprobieren, das, was man sich nicht traut. Okay, genau, vielleicht mit den kleineren Sachen anfangen, ja. Also einfach bloß, damit man es wirklich erst mal ausprobiert und sieht, dass die Teilnehmer dabei sind und es vielleicht wirklich nicht ablehnen. Also die Frage ist genau, Andine fragt, was passiert denn, wenn die Teilnehmer das ablehnen? Locker bleiben. Es ist nicht schlimm, wenn nicht alle mitmachen. Das ist der Vorteil bei diesen Rhythmussachen, dass sie das im Plenum machen können und dass sich natürlich Einzelne auch verabschieden können und sagen können, jeder mache ich jetzt nicht mit. Meine Erfahrung ist, dass es nichts bringt, da jetzt drauf zu beharren oder ich fühle mich auch nicht schlecht dabei, wenn Sie das jetzt gerade nicht mitmachen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Jeder ist auch anders und es ist auch gut so. Also insofern, meine Erfahrung ist auch die, dass Teilnehmer oft ein bisschen verzögert mitkommen. Ja, am Anfang, wenn ich in den Unterricht gehe, dann haben meine Teilnehmer oft das Gefühl, Gott, was ist denn das hier? Das ist ja komisch, hier wird so viel gespielt und be bewegt und keine Ahnung. Und sie sind dann auch erstmal skeptisch. Und was immer sehr hilft, ist ihnen auch nahezubringen, warum ist das denn so? Wieso? Was passiert denn da im Kopf? Und wie fühlst du dich dann auch? Also probier es mal aus. Was fühlst du denn gerade? Also das sind so Sachen, die helfen, um das Ganze ein bisschen von der Hemmschwelle zu lösen. Und meine Teilnehmer fordern das in der Regel nach ein paar Wochen, wenn die gemerkt haben, ja, das tut ihnen einfach unheimlich gut und der Unterricht ist ganz anders. Dann fordern dieses regelrecht ein. Also selbst an Stellen, wo ich dann sage, nee, also komm, jetzt machen wir mal Prüfungsvorbereitung, jetzt haben wir keine Zeit. Und also das ist wirklich ein Prozess und also da auch wirklich den Mut haben, dass es nicht klappt. Also ich glaube, dass neue Methoden grundsätzlich erstmal nicht so schnell und so gut klappen. Das ist eigentlich eher normal. Also da auch den Mut haben, es nochmal auszuprobieren. Und dann wird man auch die Skeptiker hoffentlich erreichen. Gut. Also, was ich noch sagen kann, ist, dass also diese vier Bücher habe ich für den Cornelsen Verlag auch geschrieben, wo viele dieser Übungen auch mit drin sind und noch ganz viele andere, wenn es Sie interessiert. Genau, ich mache auch immer wieder Rhythmus-Seminare. Auch ja, ich habe jetzt selber noch nie eigene Rhythmus-Webinare gegeben, aber ich mache immer sehr viel Rhythmus-Seminare. Ich schreibe einfach mal in den Link, wo das nächste ist. Also das wäre eine Variante für die, die vielleicht in der Nähe sind.